Was haben die genommen? Wow. I hope Karen sends this to Clarence Steven. Nö. Aber das ist ein Brief. Noch ein Gedicht will ich jetzt hier nicht lesen. Ach du Scheiße. Hallo Mama und Papa. Ich habe seit einer Weile über diesen Brief nachgedacht und ich weiß, dass er lange, lange überfällig ist. Also sitze ich heute Abend hier und denke über die Worte nach, die ich vor 10 Jahren hätte schreiben sollen. Ihr habt immer gesagt, alles passiert aus einem Grund. Damals stritten wir uns deswegen. Durchgestrichen wahrscheinlich. Ich verstehe jetzt warum. Es gibt einen Grund, warum ich denke, dass ich euch beide heute Abend aus der Wüste schreiben muss. Ich weiß, ihr habt seit einem Jahrzehnt nur ein einziges Mal etwas von mir per Telefon, 6 Mal per Brief gehört. Es war nicht meine Absicht, euch weh zu tun oder euch so zu bestrafen. Lacht nicht, aber ich wusste einfach nicht, was ich sagen oder schreiben sollte. Poesieblockade. Genau wie ich mich aus eurem Leben ausschließen musstet, nachdem ich Esteban verlassen habe. Ich verstehe, dass die Art war, in der ihr mit einem Einzelkind, das nicht eurer Erwartungen entsprach, umgehen musstet. Aha. Verstehe ich nicht. Es lässt sich nicht verleugnen, dass ich euch enttäuschte oder doch das Gewicht eurer Ansprüche als Eltern hatte euch auch mich enttäuscht. Verstehe ich trotzdem noch nicht. Ihr hattet so eine starre Vorstellung davon, dass ich sein sollte, dass ich einfach nicht die Gelegenheit hatte zu erforschen, wer ich wirklich war. Würdet eine Tochter, die glücklich aufwächst, einen guten Job und einen großartigen Ehemann findet, sich niederlässt, Kinder hat und diese gläubig großzieht, einen Kreislauf der Vorstadt vorzusetzen, was doch passiert ist. Ich weiß, dass ihr, na, das mit dem gläubig nicht, aber das kann ich nach dem letzten Kapitel nicht wirklich übernehmen. Ich weiß, dass ihr in einer anderen Zeit und Kultur aufgewachsen seid und ich verstand euren Blickpunkt nicht, so wie ihr eure eigenwillige Tochter nicht verstanden habt. Vielleicht war das damals viel zu viel für uns, um es zu überblicken. Sie hatte doch einen Mann. Sie hatte zwei Kinder, Daniel und Sean. Und wie es aussieht, hat sie es auch versucht, irgendwie, also wenn ich das richtig verstehe, hat sie es auch irgendwie versucht, irgendwie so richtig mit dem, was ist jetzt, wo ist jetzt das Problem? Was ist das Problem, Oma und Opa? Das ist jetzt hier. Alter Schwede. Nachdem Danny geboren war, ja, sie ist abgehauen, aber sie hat dort, nachdem sie dort, das ist, okay, was ist. Nachdem Danny geboren war, wusstet ihr, dass ich etwas Zeit haben wollte, um mir über die Dinge in meinem Kopf und Herzen klar zu werden. Es ergab keinen Sinn für dich oder Papa. Und das verstehe ich, aber ich war so verzweifelt und einzig Esteban war bereit, mir die Zeit zu geben, weil er sah, wie unglücklich ich war. Ich gebe euch nicht die Schuld an meiner Entscheidung zu gehen. Und vielleicht hätte eine Auszeit zum selben Ergebnis geführt. Wir werden es nie wissen. Ich versuche, ohne Reue zu leben. Mein Leben war eine Achterbahn und es gab Momente, in denen ich mich danach sehnte, eure Stimmen und Gedanken zu hören. Ich weiß, dass ihr mir helfen wolltet, als ich das letzte Mal mit euch in New York sprach und euch um Hilfe bei der Rückzahlung meiner Schulden. Doch eure Bedingung war es, direkt dorthin zurückzugehen, wohin ich nicht zurückkehren konnte. Ich hasse es, dass dies unsere letzte Unterhaltung war. Es tut mir heute noch leid, dass ich euch anrief. Es tut mir leid, dass ich euch das Herz brach. Es tut mir leid, dass ich zuließ, dass ihr meins gebrochen hattet, dem ich mich so lange zum Schweigen zwang. Ich denke, wir haben genug gesühnt. Das mit dem Sühnen, das ist, da habe ich jetzt auch genug von.
Jetzt sitze ich unter einem blauen Feld kristallener Sterne wie die Poetin, die ich hoffentlich bin, und warte auf die Gelegenheit, eine alte Brücke zu meiner Mutter und meinem Vater wieder aufzubauen. Ich hoffe, ihr könnt sie noch einmal überqueren, eure Tochter. Ja, den Brief verstehe ich nicht. Either Karen was desperate for a job, or she loved working with kids. Karen's Bett. Karen has been camping in her own house since we arrived. Nachdem ihr sehen, Arthur das Teleskop zurückbringen und Pfannkuchen essen. Geburtstagskerzen. Daniel's Big Ten late birthday party made him feel so happy. Hat sie Geburtstag gehabt. One thing Claire and Karen have in common, their love for pancakes. I do remember Karen would drown her pancakes in hot sauce. Ugh, gross. Und Pfannkuchen musst du, oder musst du, muss was Süßes drauf. Nutella. Pfannkuchen. Looks like they all finally found their Man home. kann auch Sahne drauf machen oder so, das ist ein bisschen. Kann verschiedenes drauf machen. Hot Sauce? Seltsam. Karen looks so young and fragile on this picture. Hard times. Maggie und Karen. Sommer 2011, Christmas, Florida. I'm so glad Oh, Jacob and his Jacobs sister are Brief. doing okay. They deserve some peace. Hallo Sean, tut mir leid, dass ich nicht früher geschrieben habe, aber das ist das erste Mal, dass ich die Gelegenheit habe, mich zu entspannen. Seit wir aus Haven Point weg sind, dank dir, dein Bruder, ich glaube immer noch nicht, dass es echt passiert ist. So bizarr. Simonie und ich vermissen unsere Eltern, aber wir sind noch nicht bereit, ihnen zu sagen, wo wir sind. Darum machen wir uns später Gedanken. Dank meinem alten Sparbuch konnte ich Simonie endlich Antibiotika besorgen. Also ging es ihr schnell besser. Das ist schön. Kinder sind wie Supermenschen. Das Wichtigste für mich ist meine Schwester, so wie dein Bruder für dich. Ihr habt Glück, dass ihr einander habt. Und als sie unsere Wege kreuzten, wurden wir gesegnet. Ich versuche, unsere Crew aus Humboldt zu finden und werde dich auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, dass es allen nach dieser Nacht auf der Farm gut geht. Wir alle verdienen eine Chance und eine bessere Zukunft. Bitte melde dich, wenn du es auf die andere Seite geschafft hast. Du und Daniel könnt das. Drück unseren kleinen Helden von mir. Pass auf dich auf, Jake. Ach, der Jake ist doch netter. So cute. Looks like Lila has some competition now. Hey Daniel, ich hoffe, dass es dir gut geht und du glücklich bist. Mir geht es jetzt so viel besser. Es hat ewig gedauert, bis wir eine Unterkunft gefunden hatten. Aber wir haben es endlich geschafft. Ich mag dieses kalte Wetter viel lieber als die Hitze. Bitte besuch uns bald. Danke, dass du einer meiner besten Freunde bist, Sawani. Oh, das muss Daniel sehen. Das ist ja großartig. Oh, unser Bett und Kevins Bett. Großartig. Hat sie besorgt oder was? Oder war das schon, war das vorher ihres? So good to have a home. Again. Okay, And a hier ist real wohl. bed. Schön, dass er nicht wieder gegangen ist. Man, I'm still not used to this heat out here. Ja, und du willst nach Mexiko. Ja, viel Spaß. Wir reisen nach Süden. Und du kannst mit der Hitze nicht umgehen. Brody's so good at describing painful situations. And Aha. seeing Ah, fit into them. Brody! Brody, der Gute, hat seinen Blog geschrieben.
Terrible Cold West. Könnt wieder nach Hause zurückkehren von Body Hori. Das letzte Mal, als ich meine Mutter vor diesem Jahr sah, sagte ich mir, dass sie mich verflucht nochmal in Ruhe lassen soll. Dass ich mit meiner ganzen beschissenen Familie fertig war. Meine wahre Familie seien die Fremden, die ich unterwegs treffe, die zu Freunden werden. Nicht meine Familie, die zu Fremden geworden war. Ich adoptierte all die Online-Verbindungen, die ich rund um die Welt aufgebaut hatte. Und all die wandernden Seelen, die mir auf meinem zukünftigen Reise begegnen würden. Davon würdet ihr jetzt lesen. Allerdings, als ich meine Mutter das nächste Mal sah, war sie in unserem Heim ein Uta, in Hospizbetreuung, ihr Körper leicht und zerbrechlich, wie ein Spinnennetz. Sie hielt meine Hand und sagte mir, dass ihr all das leid tut, was uns den Großteil meines Erwachsenenlebens auf Distanz hielt. Meine Mutter starb an Krebs und ihr tat es leid. Also weinte ich. Sie weinte, mein Bruder weinte, wie alle weinten. Und all diese Jahre des Mists in der Familie waren Staub im Wind. Einfach so, Fingerschnippen. Uta, kann das sein, dass wir da irgendwie, hätten wir da irgendwie auf ihn treffen können? Das bin aus seiner Familie, die halt irgendwie aus Uta kommt. Wäre es eine Möglichkeit gewesen, da irgendwie auf seine Mutter zu treffen oder wie? Wir hatten ja an der Kirche, an dieser Sektenkirche hatten wir das eine Auto, was aus Uta kam. Das habe ich nicht gewusst, das hatte ich nicht mehr im Kopf, dass der dann nach Uta. Und all diese Jahre des Mists der Familie, in der Familie waren Staub im Wind, einfach so, Fingerschnippen. Ich war einfach nicht mehr wütend. Thanos Anspielung übrigens. Ich wusste nicht, dass es so einfach sein würde. Oder so schwer. Es bedeutet nicht, dass die Vergangenheit nicht passiert war. Oder dass ich nicht auf meine eigene Art verantwortlich war. Mein Bruder erzählte mir immer, ich wäre ein fingierter Liberaler, weil ich unterwegs war, die Welt zu retten, während er sich um Mutter und das Familienanwesen kümmerte. Vielleicht hatte er recht, aber ich sagte ihm, dass er auch das Geld habe, sich um sie zu kümmern. Gottverdammt. Wenn ich für die Finanzen zuständig gewesen wäre, hätte ich das Familienanwesen weggegeben und wir wären pleite und würden in einer WG leben. Mein Bruder weiß das. Familien sind einfach verflucht schräg. Die Gesellschaft sagt uns, wir sollen unsere Eltern und Geschwister lieben, einfach wegen Blut und Zufall. Aber was, wenn wir uns hassen? Was, wenn wir nur durch zufällige Gene verbunden sind? Was, wenn... Ah, hier geht's weiter. Sehr toll. Schön, wieder von dem Body zu hören. Das war ein toller Begleiter. Ich glaube, Kapitel 1 war das, oder? Was, wenn zufällige DNA? Was, wenn... Was auch immer, es spielt keine Rolle. Ich habe das Beste und Schlimmste in den Menschen gesehen, wo auch immer ich hingehe. Ihr erlebt die extreme Umdrehung an einer leeren Tankstelle. Damit meint er uns. Oder auf einer verlassenen Straße. Ja, ich habe einige starke Familienbande in schweren Zeiten gesehen. Ich weiß, dass es da draußen große Geschwister gibt. Damit meint er uns. Der sie sich immer um ihre kleinen Geschwister kümmert, damit meint er Sean. Und andersherum. Sie haben mir geholfen, unser fragiles Ökosystem in der Familie zu verstehen. In ihren letzten Stunden hielten mein Bruder und ich die dünnen Finger meiner Mutter, als sie zu einem Ort weiterzog, der hoffentlich besser ist als der, von dem sie kam. Nachdem sie fort war, fand ich einen Haufen alter Schulaufsätze und Geschichten, das einzige, in dem ich in der Schule gut war. Ich wusste nicht, dass sie diese aufbewahrt hatte und dass es sie interessierte. Auch wenn wir uns nie verstanden, muss sie doch ein wenig stolz darauf gewesen sein, dass ich meinen eigenen Weg ging und versuchte, Gutes zu bewirken. Mütter wissen, wie sie einen dazu bringen, wie ein kleines Baby zu weinen. Das erste Mal seit langer Zeit, dass mir Tränen in den Augen brannten. Es fühlte sich gut an. Also bin ich jetzt in ein Zuhause zurückgekehrt, von
von ich einst schmor, dass ich nie zurückkehren würde. Diesmal fühle ich mich nicht so entfremdet, auch wenn ich es noch bin. Wie ich zu oft sage, es gibt einen Unterschied zwischen allen Alleinsein und Einsamsein. Jetzt muss ich mich um ein Anwesen kümmern und habe mehr Verantwortung, als mir lieb ist. Doch ich muss dieses als Karma oder Schicksal oder das Dharma der Privilegien ziehen. Keine Panik, aber ich lege vielleicht eine Pause in meinem Leben auf Rädern ein, nur um zu sehen, wem oder was ich helfen kann. Jetzt, da ich mehr Ressourcen zum Verteilen habe, ich bin mir sicher, mein Bruder wird zustimmen, fügt hier Sarkasmus ein. Falls wir nach all dieser Verbundenheit in Trauer noch miteinander reden. Okay, das ist kein glückliches Ende, aber vielleicht ein hoffnungsvolles. Und wo ich gerade von Hoffnung rede, angesichts des traurigen Zustandes dieser traurigen Nation, denke ich, dass es Zeit wird, meinen Wohlfühl zu uns verlassen. Schickt mir Nachrichten aus Orten von den Leuten, die mir nicht so bekannt sind, Orte, die ich erkunden kann, um neue Geschichten zu erzählen, wie Kanada oder Mexiko oder die Straßen hören nie auf. Aha, gibt es eine Chance, dass wir ihn wiedersehen können? Und gab es eine Chance, dass wir ihn vielleicht und seine Mutter hätten sehen können? Yeah, I ghosted her. But so glad to see Lila's back. Lila Park, ich am Tag alles gut, alles unter Kontrolle. Ich um 3 Uhr morgens in meinem Bett. Lila Park hat dein neues Profilbild hochgeladen. Lila Park. Ich hoffe, niemand ist sauer, dass ich so abwesend war. Mein Hirn braucht eine Auszeit. Ja, das kann auch mir passieren. Leute stellen sich so an wegen geistiger Gesundheit. Geht einfach und kümmert euch umeinander. Verdammt nochmal, 43 Leuten gefällt das. Und das tut mir so leid, dass die geghostet habe, dass die nicht nochmal angerufen habe. Und wir haben es versucht bei den Großeltern in der Bude. Es ist halt einfach. Ach, ich hasse sowas. Ich hasse sowas wirklich richtig. Das tut mir echt leid. Das tut mir echt wirklich leid, die nicht nochmal angerufen zu haben. Und das hätten wir sogar machen können. Das wäre, glaube ich, das wäre wahrscheinlich auch ohne Konsequenzen gewesen. Das haben wir dann in den Abspann gesehen, dass dort bei den Entscheidungen, dass das die meisten sogar gemacht haben. Danke für die Blumen. Ich habe geweint, ihr Arschlöcher. Leider ist zurück. In dem Wahnsinnsmoment bin ich schon auf dem Weg zu dir, Leila Park. Ich warte auf dich. Hallo Leute. Adam Barnes geht klar, seid bereit. Und wenn wir sie dann anrufen aus Mexiko, wenn wir es dann mal schaffen, ist das alles eh schon. Das haben sie sich schon auseinandergelebt. I had no clue there was a network of seed pirates. Pirate Seeds. Einheimische Samensammler im Südwesten. Irlands Sonderangebote am Orient, New Mexico, Bone Jack Bean, Kürbis Apache Giant, Mais Maricopa. Taruhama Dux Penum. Aus dem Hand bestäubte Stäubung ihrer Pflanzen. Ernten. Aufbewahrung von Samen. Karen takes on some small piece. Mal ihre Mails lesen. Must be better than poetry. Hey Karen. Danke für deine letzte Kolumne mit Ratschlägen. Wir haben eine recht große Reaktion und viele Treffer bekommen. Ich weiß, dass du soziale Medien meidest. Aber du könntest mit deinen Einsichten viele Klicks erzielen. Ich freue mich auf dein nächstes Werk. Bitte schick mir deine Rechnung für Mai und Juni. Alles Liebe, Ariane Klein, Chefeditor des Leben in der Wüste. Aha. Noch mehr Briefe. Glad they're back on track. Ey, Dias, Jacob hat uns deine Postfachadresse gegeben. Kannst dich nicht vor uns verstecken, Miststück. Wir wissen, dass du in der Wüste bist. Wie eine Echse. Vermiss dich, Penny.
Ich hoffe, du und Daniel sind jetzt frei. Colorado hat noch mehr Gras und Hinterwälder, aber weniger Gewalt. Wir können uns entspannen, bis wir entschieden haben, wohin wir verflucht nochmal als nächstes gehen. Hannah. Schwer zu glauben, dass Finn nicht hier ist, um Schwachsinn anzustellen, anzuzetteln. Dafür vermissen wir ihn auch nicht. Doch er wird noch ein paar mehr meiner Lieder inspirieren. Wir alle wollen an seine Engel erinnern, nicht an seine Dämonen. Mexiko ist nicht weit weg, also stell dich auf ein paar Immigranten ein, die zu dir unterwegs sind. Pass auf deine Brüder auf und erlaub es ihm nicht, sich um dich zu kümmern. Peace, Cassidy. Und eine Telefonnummer. Wir sind nochmal Cassidy angerufen. Gotta keep my eye loop, Andy. Glad I don't need it as much. Wish Karen didn't tell me she got a rattlesnake out of the toilet last week. Schlangenhaken. BH. Karen letting us invade her space. She changed my diapers, but it feels kind of awkward to be here. Der ist nicht zu lange drauf gucken. Hier nochmal noch auf Hand gucken, wenn ich nehme. Dann würde ich sagen, Arthur das Teleskop zurückgeben und Daniel aufsuchen. Arthur and Stanley probably want their telescope back. Ein Kartenspiel. It's nice to play games with Daniel again. Karen likes to join us too. Still can't believe she's kept it. Mit abgebrochenem Haken. Nice mess. Daniel will never change. Was sein Krams? Karen practices what she preaches. She barters with her food, not money. So. We could also try to be self-sufficient when we're in Mexico. In Andenken eingesteckt. Errungenschaft freigeschaltet Wölfen. Souvenir erhalten. Da haben wir wahrscheinlich einige übersehen. Jetzt haben wir einen Schrottplatz, auf dem sie etwa sind. Looking at this place, I see that Karen really wanted to get away from it all. Mal schauen, wem wir hier noch alles begegnen. Guess people came here with ease and never left. Eine Skulptur. Love the energy out here. With everyone building stuff as they please. Schrott. Davon gibt's hier viel. This place is the ultimate playground for Daniel. Ja, ich denke hier. Ja, vielleicht kann man es irgendwie hier in den Bergen, wo jetzt jeder das weiß, dass er das ist, kann man das vielleicht machen, aber. Finde ich trotzdem schwierig, jetzt seine Kräfte zu trainieren. Auch wenn hier vielleicht keiner da ist, der es entdecken kann, aber es ist jetzt mit seinen Kräften zu spielen und zu trainieren, es ist, finde ich, ein bisschen naja. Ihr versteht schon. I love how they recycle everything into art, construction, or agriculture here. Das Ding hier. Warte, ich komme gleich, guck mich hier noch ein bisschen um. Der spielt schon wieder mit seiner Kraft. There's power cuts all the time here. But no one's really bothered by it.
Joanne says she needs all this junk to grow inspiration from. Glad to see that artists are allowed to make a mess. Karen and Joanne spend evenings playing and chatting. Kind of like back in the day. Love watching movies under the stars. Like a drive-in with no cars. Da drüben ist noch ganz viel zu sehen. What's up, Joanne? See for yourself. Man, check this out. Okay, Daniel, let's take a little break. Got it. That child is something special. Yeah. I hear this one a lot. Don't worry. Yeah, I bet. But you have your own talent, Sean. I'm dead serious. Vielleicht tut's dem Danny auch ein bisschen gut, jetzt mal. Versteht er, was ich meine, so ein bisschen mit der Macht zu spielen, so ein bisschen mit seiner Fähigkeit, dass hier wirklich an einem Ort, wo es wirklich keiner sieht, wo es, oder wo es alle die sehen, kennen, wo denen es nicht ausmacht, das mal ein bisschen ausleben zu können, da so ein bisschen mal, versteht, so frei und ohne Zwänge zu trainieren, vielleicht, ja, das ist vielleicht, trotzdem irgendwie ein bisschen, die Aktion mit dem, hol mir mal das Zeug rüber, das war so ein bisschen holla, die Waldfee. I don't know. It's just doodles and shit. No big deal. I thought my sculptures were shit too, compared to all the dope stuff that was being done. But every artist is fucking unique, Sean. We all got something to bring to the world. So why are you all the way out here now? Easy. I started selling my work for good money, and as soon as I did, everyone turned into smiling sharks. Listen, if you want to be an artist, you will be. It's not always easy, but in the end, it's pretty fucking cool. Speaking of, do you mind giving me a hand here? I don't know if I can. Yes, you can. I just need your input, okay? Okay. Sure. Why not? Ah, there you go. Now, go stand over there. Daniel, mm-hmm. You ready to start again? Oh, yes. Hold on. Was machen wir nun? Was passiert? So, for my next trick, I'd love to see if you can connect these three pieces. I've made a model of what I have in mind here, but go ahead and be the artist. And we don't need a crane to lift this stuff. Daniel can snap these together like block toys. Hell yeah. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, den jetzt hier dafür zu benutzen. Ach. Ich weiß nicht. Maybe that's supposed to represent the earth. Or okay, Daniel. Can you slam dunk the earth ball onto the base? Be careful, Daniel. Don't want you to get hurt. You should totally do like the model, but with the spider on top. Rechts. Hey, can you turn that earth ball around a little bit? Sweet.
Looks like a freaking steampunk spider. Now, let's throw on that spider. Check it out! Hält mich jetzt nicht ganz an das Ding dort, aber ja. Yo, can you turn that spider thingy around? Watch this. Sehr schön. Und dann denke ich, nehmen wir das als Hut dort hinten. Now, let's move Mr. Pancake's head onto the pedestal. There he goes.